Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, ich konnte jetzt leider einige Tage nicht mehr spielen, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen. Achso, das ist das Händlersymbol. Okay. Also wir haben da hinten noch eine Quest, die ich auf jeden Fall machen wollte. Da oben ist noch eine Quest und da scheint auch noch eine dritte zu sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die hier. Habt ihr sie denn nicht gesehen? Oh, was ist das Spiel denn jetzt am Haken? Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete, bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Okay. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Dann beschreib den Ort, den ich meiden soll. Ein kluges Köpfchen, nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran, ich habe dich gewarnt. Ja, sie warnen mich alle. Okay, einmal das Questmenü öffnen. Überprüfe Drahls Geschichte. Erkunde die Brutstätte und lüfte ihre Geheimnisse. Stufe 8. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mal, was wir eigentlich haben. Ich sehe aber gerade Fertigkeiten. Oh, wir haben neue Fertigkeitspunkte bekommen. So, Schlag von oben. Das war das mit dem Lautlos. Können wir die eigentlich schon... Nee, Moment, die können wir noch gar nicht. Beim Zielen während des Springens rutschen, verlangsamt sich die Zeit. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos und macht arglose Gegner nicht auf dich aufmerksam. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das ist auch nur ein Punkt. Für den Krieger. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Gut, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Leichte Speerangriffe schlagen viel wahrscheinlicher Rüstung und Bauteile ab. Naja, gut. Das haben wir schon. Schwerlastträger ist notwendig. Okay. Locke einen Gegner zu deiner Position. Als Ziel wird der Gegner gewählt. Okay, ja, das wollte ich freischalten, genau. Damit ich die dann dementsprechend auch killen kann. Ach so, muss ich wieder gedrückt halten. So, verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Verdoppelt die Kapazität eures Medizinbeutels. Das ist ganz wichtig, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Ja. Aber eine... Also mehr Platz wäre mir persönlich eigentlich als wichtiger, dass wir mitnehmen können. Verlängert die Überbrückung der Maschinen auf unbegrenzte Zeit. Oh, okay. Moment, dann nehmen wir den mal. Und dann lassen wir uns das mal erstmal offen. Sammle im Reiten Ressourcen und durchsuche Gegner am Boden. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja, das möchte ich gerne haben. Repariere eine beschädigte Reitmaschine mit Metallscherben. Ist bestimmt auch nicht schlecht. Das heißt, die können dann sterben. Vielleicht ist ja meine gestorben und ich habe deswegen keine mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe nur immer noch das Symbol drin. Zerlege Ressourcen und Modifikationen und 50% ihres Metallscherbenwertes. Ja gut, das ist für mich jetzt im Moment noch nicht so wichtig. Also Krieger wäre mir natürlich wichtig. Nach dem Landen, genau. Das machen wir erstmal. Das ist zwar Jäger, aber es ist eigentlich ja trotzdem auch wichtig. Oder war das jetzt nur... Nee, steht nur Gegner. Ducken macht dich für deine Feinde schwerer sichtbar. Das wäre natürlich auch super. Wir haben aber nur noch 3 Punkte. Um lautlos zu landen und kleine Maschinen zu erledigen oder größeren
Ja. Das ist doch Mist. Ja, ich nehme erstmal das. Ist schade, aber ich nehme erstmal das. So. Reden mit Thrall. Kann ich nochmal mit ihr reden? Zurück. Unversehrt. Wo ist die Brutstätte nochmal? Nein, okay. Nördlich von hier. Ja, ich gehe dann los. Ich würde sagen, sei. Ja, ja, ist ja okay. Ich wollte ja gar nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich mal eben auf der Karte gucken. Moment, nördlich von hier, hat sie gesagt. Da sind die drei Quests. Das sind immer noch die Dinger, die ich ausräuchern soll. Ach, da oben. Nee, doch, Brutstätte. Okay, wir können das doch auch irgendwie hier drüber auswählen, glaube ich, ne? Nebenquest müsste das dann sein. Aufträge. Jagdgebiete sind es nicht. Was ist das hier? Überprüfe Thralls Geschichte. Quest aktivieren. Ah, mit A. Okay, haben wir die jetzt aktiviert? Ich hoffe ja. Ich muss mal eben hier die Sonne ein bisschen ausschließen, damit ich überhaupt irgendwas sehen kann. So, okay, da war jetzt keine Reitmaschine. Oh, ich hasse es, wenn... In die Richtung. Ich hasse es, wenn man keine Minimap hat. So. Wie immer mal eben eine Schnellspeicherung, weil ich dem Spiel immer noch nicht traue. Ich habe halt viel zu viel schlechte Erfahrungen gemacht. Links von mir komme ich wieder raus. Ich sage ja, es ist viel zu lang. Ach, hier ist auch ein Weg, klar. Es ist viel zu lange her. Ja, ich würde sagen, dass ich mich erstmal auf den Weg zum Ziel mache, weil das ja doch noch ein bisschen länger dauert und dass ich euch dann gleich hinzuschalte, wenn ich dort wieder angekommen bin. Bis gleich. Okay, da hinten ist einer. Humanoid, ja, das ist... Ups. Das ist ja alles schön. Die Frage ist nur, ist das jetzt ein Gegner oder... Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Der meint mich, oder? Moment, ist das jetzt eine Quest? Hm. Ich werde am besten erstmal hier hingehen. Weil es kommt mir so ein bisschen komisch vor, als ob das irgendwie eine Falle ist oder so. Und da hinten ist ja schließlich mein Ziel. Leider sind da auch ziemlich viele Wächter. Hm. Nein. Kann man auch nicht mal vernünftig rausgehen. Also, ich schätze mal, dass wir... Nee, wir müssen links hoch, hä? Finde den Eingang. Der ist rechts. Ach, das ist eine Markierung. Okay, gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. Also, wir müssen auf jeden Fall da rechts rein. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir uns da vermutlich eher nicht rein schleichen können. Ich werde mich wahrscheinlich mit denen anlegen müssen. Was ich natürlich nicht so toll finde. Obwohl, naja, das wollte ich mir eigentlich aufsparen für die großen Gegner. Oh, was ist das? Sich nach einem großen. Das muss die Brutstätte sein, von der Thrall geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Ja, so wie es aussieht, vermutlich nicht hier, oder? Hm. Aber hier ist eigentlich der einzige Eingang. Scheiße. Was ist das jetzt da hinten für ein Viech? Den kann ich jetzt so gar nicht einordnen. Das ist ein Plünderer, okay.
Zwei normale. Nee, drei normale, ein Plünderer. Eieiei, also ich glaube, ohne Kampf werde ich da vermutlich eher nicht durchkommen. Wie mache ich denn auf mich aufmerksam? Oh, sowas nicht. Na komm, komm. Hat jetzt keiner gehört. Ah. Oh, das ist genau der, den ich jetzt hier gar nicht gebrauchen. Ah nee, das ist der doch nicht. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Der? Oh ja, weich bloß nicht aus. So, hast du jetzt davon. So, waren das jetzt alle? Nee. Da ist aber anscheinend noch irgendwo einer. Da oben laufen zwei rum. Okay. Kein Platz. Ja, ist gerade ein bisschen aufregend, weil ich nicht weiß, obwohl da sind jetzt keine anderen mehr, so wie es aussieht. Okay, dann schnappen wir uns das auch noch eben. Für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Keine Ahnung. Wir versuchen es mal einfach. Okay. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass hier gleich so ein Bossgegner auf mich lauert oder sowas. Oh, ich werde da fast runtergestürzt. Scheiße. Okay, jetzt habe ich mich erschrocken. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. In die Richtung. Das Metall. Hat sie geguckt? Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Ja, komm, vorsichtig. Sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Erzeugt ein Tarngebiet? Okay. Ich habe jetzt
überhaupt nichts verstanden. Also Tarngebiet ist klar, aber... Nicht diese Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Okay. Zwei Stück sind es. Na, mein Freund, kommst du? Ging jetzt leider nicht anders. Eigentlich wollte ich ihn herüberlocken. Aber das wollte er offensichtlich nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Es ist so ein Mist, dass man so wenig nur tragen kann. Da oben ist noch einer. Der schon ganz scharf auf mich ist, so wie es aussieht. Hier geht's noch weiter. Wenn ich denn durchkomme. Gehe ich da wieder raus? Muss ich da hin? Will ich da hin? Das geht gar nicht raus, ne? Es ist immer noch hier drin. Das nehme ich mit. Ja, aber schrei dabei bitte nicht so, weil das könnte die anderen holen. So, mal schauen. Ach, da geht's dann wieder. Okay. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir irgendwie kriegen können. Gerade so diese Gesundheitssachen sind ja immer mega wichtig. Gerade wenn ich mal wieder überrascht werde von irgendwas. Jetzt kommen wir hier nicht durch, oder wie? Ah, okay. Jetzt jagen sie mich. Wieso jagen die sie? Hä? Ach, oder hat das was mit diesem Tarngebiet zu tun? Jetzt bin ich aber wieder da, wo ich eben war, oder? Was ist denn das hier eigentlich? Lüftung, Rohr... Unbekannter Machart, stoßempfindlich, erhält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Ja, was mit dem Wächter da oben ist, weiß ich auch nicht. Also ich meine, jetzt kommen wir doch wieder in das Gleiche zurück. Na? Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Oh, habe ich mich jetzt so schreckt. Das Ding bei der Spalte... Ach so, das Ding. Okay. Ah, sehr nützlich. Ah, cool. Das ist auf jeden Fall nützlich. Der eine, der kann von hier aus immer noch nichts machen. Okay. Das ist nur Licht. Boah, das ist so saumäßig dunkel, ne? Sowas hasse ich ja wirklich wie die Pest, wenn man nicht sehen kann. Weil man möchte ja die Umgebung wirklich sehen und ja, was sie da so erschaffen haben, die Spielemacher. Hier geht's weiter.
Okay. Hier sehe ich noch keine Gegner. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Ja, das können sie bestimmt. Erstmal durchsuchen. Die Frage ist nur, nützt uns das denn was? Oder kommen wir dann irgendwie direkt in so eine richtige Meute rein? Kann man aber auch nicht scannen, ne? Ich habe jetzt gedacht, vielleicht für später. Da. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ja, das befürchte ich leider auch. Es stimmt also. An diesen Orten werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Muss ich jetzt irgendwo abspringen oder macht die das jetzt automatisch? Also hier war ich offensichtlich noch nicht. Okay, fallen lassen konnte ich mich gerade auch nicht. Ich glaube, das war die falsche Taste. Getragen, soweit es nur geht. Ah, okay. Macht's automatisch. Gut. Oh. Eins, zwei, drei Wächter. Okay. Kommt der hier hin? Ich kann den nicht rufen. Jetzt wollte ich aber vorher noch mal gucken. Hier kann ich auch nirgendwo rum, ne? Okay. Gut, das heißt, ich muss auf jeden Fall Richtung Wächter. Das ist von der Seite aus. Aber ob ich darüber springen kann, ist noch die andere Sache. Na, komm mal hin, zeig mir mal den Weg. Nee, komm her. Schön leise. Komm her, Junge. Komm. Guck mal hier. Ja, komm. Ups, das war die falsche Taste. War das schon alles? Das ist echt kaputt. Ja, cool. Die Frage ist jetzt nur, komme ich da jetzt rüber oder nicht? Und kann ich hier eventuell irgendwas machen? Ach, an den... Ah, aha, okay. Lass los. So lässt sie nicht los. Okay, da hinten habe ich jetzt gesehen. War auch wieder ein Wächter. Ich glaube, das war aber einer von denen, weil die sich bewegen, ne? Na komm. Komm, mein Junge. Komm. Du läufst zur falschen Seite. Da will ich dich nicht haben. Eindruck von
Muss der andere jetzt hin? Der ist jetzt weg, oder wie? Okay. Ach, da hinten ist einer. Okay, wo muss ich denn überhaupt hin? Irgendwie hier hoch? Ja, komm, mein Kleiner. Oh, da sind noch mehr. Okay. Scheiße. Aber er kommt nicht. So kommt er nicht. Laufen hinten noch welche rum. So, das heißt, die sind mir jetzt noch nicht im Weg. Aber wie komme ich jetzt... Ach nee, das ist eine Brücke, da komme ich ja so rüber. Haha. Ha. Okay, ich habe nichts gesagt. Was ist denn das hier? Ah, das ist die Sache mit dem Gas, okay. Na, kommst du rüber, mein Kleiner? Ja, das machst du fein. Die Maschine ist schnell. Nee, die Maschine ist nicht schnell, du hast nur daneben geschlagen. Und ich kann ja wieder nichts sehen. Oh, was ist das? Oh, scheiße. Schön leise jetzt. Boah, geh weg, geh weg, geh weg. Du bist mir echt zu groß. Dich mag ich nicht. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Ja, super sicher bist du, Mädel. Könnte die mal so rollen, dass man was sieht? Oh, roll doch mal, Mann. Ich hasse diese Dinger. Man kann auch nicht vernünftig dann aus... Och, ich kann mich gar nicht mehr heilen. Ja, geil. Ja, das war's dann. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich habe keine Heilung mehr. Ich kann auch nirgendwo hin gerade. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht... Ja, voll faszinierend.
Och, ich hasse es, wenn man die Dinger nicht besiegen kann.